So ein ganz normaler Ton. Salut, Rekrut, und damit herzlich willkommen bei einem weiteren epischen Showdown. Hier bei eurem General Ricky. Wir zocken jetzt ein episches 2 vs. 2. Der Mistress ist bei mir mit im Team, grüß dich. Hallöchen. Wir spielen gegen den MC Puppe und den Komono. Auf dieser 4-Spieler-Map, ich spiele mit Juri, der Chris spielt mit Korea, also den Alliierten. Und ansonsten weiß ich gar nicht, was unsere Gegner gewählt haben, weißt du das? Nicht wirklich tatsächlich, ich habe nicht drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen. Okay. Spearhead, vielen, vielen herzlichen Dank für den verschenkten Sub an Timmy995. Timmy, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in unserer Elite. Dankeschön, Spearhead, für den stabilen Support. Oh, haben wir direkt Wertvolles. Fahr mal ein bisschen näher ran. Go, 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 go. Dann stecken wir mal ein bisschen auf. Es gibt noch viel zu lernen. Ich verstehe. Es gibt noch viel zu lernen. Ausrufezeichen Liebe, Ausrufezeichen Hype, sehr, sehr gerne in den Chat. Bedankt euch beim Spearhead gerne für die Unterstützung. Er hat uns vieles gelehrt. Lang lebe der mächtige Jury. Ich bin nur ein unwürdiger Schüler. Oh, wir haben mit wenig Geld gestartet, merkt gerade. Ja, mit sehr wenig, mit 10.000. Ja, merke ich gerade. So, bis hierhin aufdecken sollte erstmal reichen. Erleuchte mich, Meister. Es gibt noch viel zu lernen. Erleuchte mich, Meister. Bau abgeschlossen. Erstmal brauchen wir ein Radar, Forschungslabor. Juri ist mein Meister. Neue Bauoptionen. Und er hat auch mal einen Hund drauf. Dann ziehen wir mal runter. Wir folgen dem Weg. Wird gebaut. Leider nicht möglich. Und noch ein paar Schüler. Er hat uns vieles gelehrt. Er hat wenn einer von unseren Gegnern Russe ist, ne, dann auf jeden Fall auf ein paar Juri-Klone gehen, weil das ist durchaus effektiv, wenn du einfach deine Patrouille einsetzt. Ja. Bau abgeschlossen. Das kriegen wir hin, keine Sorge. Panzerzerstörer, gefällt mir gut. Hunter Alex, vielen, vielen Dank für das GG. König, danke fürs Teamherz. Absolut stark von euch. Ah, da hast du schon ein paar Schüler von dir hingeschickt, ich sehe schon. Und mein geliebter Fleischwolf. Ja, Buba, der ist so klasse. Oh, der Buba. Ja, der kommt schon mit. Okay, einer, entweder hat einer einen Tech-Flughafen oder USA. Ja. Kam gerade so ein Flugzeug zum Fallschirmspringer. Okidoki, ich gehe jetzt erstmal. Sorry. Ich gehe jetzt erstmal auf ein paar Sammler. Brauche ein bisschen mehr Ökonomie. Möchte dann direkt hier das Wertvolle in der Mitte uns stibitzen. Das ist so mein Schlachtplan. Ich bin nur ein unwürdiger Schüler. Ich versuche mal die Tech hochzuziehen. Wir haben noch 6 Minuten. Ja, sehr gut. Platzhirsch, bekommst du nicht zum Laufen, Juris Rache? Komm mal in Discord rein, wir zeigen dir, wie es funktioniert. Kriegen wir alles hin. Also zu 99% kriegen wir das hin. Okay, da hast du auch schon aufgedeckt mit deiner 30. Sehr schön. Wird gebaut. Vorarbeiter meldet sich. Schneller, faule Bande! Da würde sich ein Ende oft natürlich lohnen. Kiste da oben stibitzen wir natürlich. Komm mal hoch hier. Sammelpunkt eingerichtet. Schön sammeln, 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 sammeln. Bereit. Gestoppt. Lass den Kamin brennen. Mach den Ofen an. Sehr schön. Sehr gut. Du kommst direkt runter in die Mitte zum Sammeln.
wollen. Go, go, go. Er hat uns vieles gelehrt. Ich bin nur ein unwürdiger Schüler. Der mächtige Juri. Erleuchte mich, Juri Meister. Ist mein Meister. Lang lebe der mächtige Juri. Buba will spielen, so sieht's aus, Nocheck. Selber grüß dich, hi. Juri spielt sich nochmal ganz anders, macht aber übelst Spaß. Ist in meinen Augen auch die stärkste Fraktion. Ja, mobiler Sammler, richtig. Oh, wir haben schon richtig solide aufgedeckt. Schön. Ich höre, glaube ich, deinen Spielesound. Ja, das kann sein, der kommt über Lautsprecher. Ich mach mal noch ein bisschen leiser. Danke dir. Wenn du es noch hörst, sag Bescheid. Machen wir. Und dritter Sammler. Komm. So. Er hat uns vieles gelehrt. Er leuchtet in der. Sehr gut, so kann man sich befördern lassen. Easy. Wie komme ich auf unseren Discord? Entweder über mein Profil, über meinen Linktree. Hast du alle Links auch zu YouTube. Wenn dich YouTube interessiert, kannst du da auch gerne mal auschecken. Und da hast du auch den Webseiten-Link, da hast du unseren Discord-Link. Oder du gibst im Browser einfach direkt ein discord.gg/Ricky. R1CKHY. Dann kommst du auch direkt auf den Server rauf. Wird ausgebildet. Warte, wir brauchen erstmal eine Klonstätte. Abgebrochen. Wir gehen jetzt erstmal auf. Ja, doch, machen wir. Jetzt holen wir auch schon mal ein paar Panzer raus, wichtig. Zweite Waffenfabrik, Kohle sollte erstmal reichen. Zwei Kisten haben wir hier oben schon. Ich bin nur ein Chronosphäre. Juri ist mein Meister. Ah, ein bisschen Sound höre ich noch, glaube ich. Ab und zu. Sehr schön. Bau abgeschlossen. Einheit verloren. Oh, Klonstätte steht. Jetzt hole ich zwei wahre Juris raus. Wird gebaut. Das wird richtig Einheit mies. Bereit. Für den Gegner. Wird gebaut. Okay. Komono hat schon einen zweiten Bauhof bei Alex in der Basis. Ja, ein Backup, alles klar. Neuer Sammelpunkt eingerichtet. Weiß ich Bescheid. Es gibt Einheit Leute, bereit. Neuer Sammelpunkt eingerichtet. Chronolegionär, der ist von dir, ne? Das ist kein Chronolegionär, das ist ein Ziel. Hat sich doch gerade was gebeamt hier. Also hast du keinen Chronolegionär? Nein, hab ich nicht. Dann ist hier ein Gegner mit einem Chronolegionär Einheit unterwegs. Bereit. Das kann sein. Keine Panzerung ist stark genug. Discord gefunden, klasse, Platzi, freut mich, super. Vom Bauhof einmauern halte ich nicht so viel, dann kommen wir nämlich auch nicht mehr weg damit. Ich bin eher ein Fan davon, von zweiten Bauhof bauen. Na, wie geht's denn so? Hammermäßig. Psychodominator wäre natürlich auch sehr, sehr schmackhaft. Ja, hier oben wird sich schon eingebunkert. Juri ist mein Meister. Lang lebe der mächtige Juri. Noch 47 Sekunden. Ja, okay. Dann wird mal ernst. Ziel aus. Deck ich mal bei Komono auf. Einheit bereit. Ja, ich glaube, der hat zwei Schattengeneratoren. Ach, ist Alex blau? Nee, Komono Einheit ist blau. Bereit. Komono ist Sowjets, die haben keine Schattengeneratoren. Also ist unten so, grünes Alex, ja? Einheit bereit. Grünes Alex, ja. Okay. Oh, der hat mit dem Chronolegionär schön Kisten gesammelt. Der ist schon dreimal befördert. Läufe gekühlt und feuerbereit. Gehen wir mal mit ihm nur ein Unglück geschützt. Läufe gekühlt und feuerbereit. Die lassen wir erstmal an der Basis. Es gibt noch viel zu lernen. Versuch jetzt mal.
Juris Panzerbrecher. Ich bin nur ein Schuldiger. Angestellt. Countdown ja, Meister Juri. Also Cooldown wäre theoretisch vorbei. Ja. Bereit. Die Jagd hat begonnen. Okay. Let's go. Einheit bereit. Schleifer bereit. Die Jagd hat begonnen. Das ist sehr, sehr brachial. Das ist sehr, sehr gut. Die Schleifer mit Feuerkraft verbessert. Das ist mega. Wird gebaut. Wird ausgebildet. Fährst mal hier sammeln. Komm, komm, komm. Wie sieht's hier aus? Hier sieht's noch gut aus. Rücken allerdings auch schon mal nach. Und jetzt nehmen wir hier die Ökonomie raus. Minus ein Sammler. Minus zwei Sammler. Minus drei Sammler. Minus vier Sammler. Die kommen hier mit einer Riesenarmee. Bin unterwegs. Wenn der mit dir vorne kämpft, komme ich von hinten. Pass auf. Jetzt wird's eure. Hier ist noch Panzerjäger zur Verteidigung. Wird ausgebildet. Ziel auswählen. Er hat mich schon gesehen. Er zieht sich erstmal zurück. Okay, super. Wir folgen dem Weg. Jo. Er hat Bock. Komm mit Tesla-Panzern. Wo ist die Schlacht? Bringen Sie mich zur Front. Und mit Apokalypse rollt er hier übers Feld. Bringen Sie mich zur Front. Die Jagd hat begonnen. Da hab ich was dagegen. Bringen Sie mich zur Front! Da kommen Fallschirmtruppen. Wird gebaut. Wird ausgebildet. Sind sie? Bei mir im Stützpunkt drin. Magnetfeld wird aufgebaut. Ich bin nur ein Juri-Schüler. Ich mach Juri ist mein Meister. Wir folgen dem Weg. Ich komme leider in den Bauradius. Das ist so stark, sonst würde ich wieder essen. Die nehmen wir raus, die nehmen wir raus. Haben wir raus? Jetzt will er wieder mit seinen Prisma-Panzern kommen. Wir folgen dem Ich verstehe. Ihre Befehle. Meine erwartet schon. Das habe ich vorausgesehen. Einheit bereit. Ich fange den gleich von hinten ab. Ich gehe jetzt auf seine Ökonomie. Erstmal nehme ich seinen dreimal beförderten Chrono-Legionär raus. Boah, Alter, haben die. Den haben wir. Okay, das hat gesteppert. Jetzt nehme ich hier fix seine Chrono-Sammler raus. Jetzt kommt er nämlich zurück mit seiner Armee. Dann bieben meine Panzer weg. Na komm her, komm her. Die lassen wir abheben. Sehr schön. Wenn er so macht, dann mach ich eben so. Ja, Meister. Ich höre und gehorche. Wenn er den macht, dann mach ich stell den mal hier auf. Juri hoch und tief Ziel auswählen. Sehr gut. Einheit verloren. Einheit bereit. Wird gebaut. Es kommt er. Es hat er Bock. Einheit verloren. Einheit bereit. Die sind unterwegs zur Unterstützung. Meine Armee ist weg. Ja, ich sehe es. Einheit verloren. Aber zwei nehmen wir noch mit in die Hölle. Gut gemacht. Vier Prisma-Panzer hat er noch. Prismas sind ganz, ganz böse. Den baut er erstmal weg. Ich gehe jetzt erstmal auf Waffenfabriken. So, den schnappe ich mir hier. Der hebt erstmal ab. So, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Verloren werden vorgewärmt. Einheit bereit. Primärgebäude ausgewählt. Erzsammler wird angegriffen. Ja, sehr schön. So, jetzt gucke ich mal, ob ich mit meinen Juris hier ein bisschen Alarm machen kann.
Er kommt oben rechts bei mir in Stützpunkt rein. Ja, ich sehe es. Psychodominator bereit. Einsatz hier nicht möglich. Ich habe seine Mammuts eingenommen. Zwei Stück habe ich. So. Jetzt werde ich hier ein bisschen frech werden. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Nur zu. Ziel auswählen. Wird gebaut. Gestoppt. André, grüß dich. Kannst du mal bei Grün im Bauhof aufhören, bitte? Bei Grün im Bauhof? Das ist eine gute Idee. Ich hab's gerade genommen, muss noch mal kurz warten, bitte. Wo ist die Schlacht? Ja, gebt vollen Schub abgeschlossen. Sag mir Bescheid, wenn es wieder ready ist. Ja, mach ich. Das nehmen wir erstmal von hier unten seine Fabrik ein. So. Wird gebaut. Zeit für das neue Bauoptionen. Sie werden von mir lernen. Hihi, deine Waffenfabrik gehört mir, was machst du denn jetzt, hä? Was machst du denn jetzt? Hm? Kein gutes Gefühl, ne? Hi. Ah, klasse! Nein, meine Wir sind in meiner Basis! In deiner Basis? Ja. Ist aber nicht gut. Nee, der hat sich da reingebiegt. Ah, nimm die raus mit deinen Rocketeers. Greife an, greife an, greife an. Schaffst du. Schaffst du. Da hat er mich jetzt ein bisschen. Sie werden von mir lernen. Er hat gemerkt, dass ich was vorhabe. Einheit bereit. Der wusste ganz genau, was ich geplant habe. Haben wir irgendwo einen großen Truppenverband? Ich bringe Ihnen Frieden. Aktuell sehe ich nichts. Ich habe keine Satelliten. Ich muss jetzt wieder eine bauen. Oh, der steht noch in der Fabrik drin. Der Mammut steht in der Fabrik drin. What the hell? Was ist das denn? Der steht in der Fabrik drin. Bug Report. Ja, schön. Einheit bereit. So, ich decke mal unten seinen Bauhof auf. Warte noch. Jetzt und jetzt hier Psychodominator-Dingens. Hier Genmutator. Ich nehme jetzt die Waffenfabrik raus. Waffenfabrik habe ich gleich raus. Ja. Jetzt gehe ich auf seine GIs rauf. Mache schön Damage. Sehr gut. Ihre Befehle, meine Idee. Ja. Wo ist die Schlacht? Es gibt ja viel zu lernen. Wir folgen dem Weg. Sehr schön. Atomkraftwerk rausgenommen. Fantastisch. Haben trotzdem noch Energie. Jetzt nehme ich erstmal seine Sammler raus. Einheit verloren. Sehr, sehr solide. Klasse. Kommt er mit seiner ganzen Armee, will mich da rausnehmen. Ich spiele so ein bisschen Katze und Maus mit ihm. Alle wieder rüber. Wir folgen dem Weg. Lang lebe der mächtige Juri. Wir werden von dir lernen. Und die Spule nehmen wir jetzt ein. Achtung. Komm, da kommst du doch ran. Da kommst du doch ran. Kommst nicht ran? Gut, kein Problem. Psychodominator und. Bams, ich habe seine Armee eingenommen. Bin ich direkt in seinem Stützpunkt drin. Zwei Apokalypse-Panzern. Forschungszentrum ist raus. Jetzt gehe ich direkt auf seinen Bauhof rauf. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit verloren. Sein Bauhof ist gelb. Kannst du angreifen? Einheit verloren. Okay, warte eine Sekunde. Bin sofort da. Und Angriff. Er hat ihn abgeklappt. Er hat ihn verkauft. Er verkauft seine Basis oben. Er verkauft, okay. Wo ist die Schlacht? Das ist vollkommen in Ordnung. Aber er hat ja noch eine. Abdrehen, abdrehen. Naja, geht es wahrscheinlich auf Kohle, will sich jetzt unten bei Alex wieder aufbauen. Ja, ja. Ziel auswählen. Aber dagegen habe ich auch was Leckeres. Stützpunkt wird angegriffen. Zwar meinen. Unser Stützpunkt. Einheit bereit. Wo? Ah, er wird weggebeamt hier bei mir. Wird
Hat mein Genmutator rausgeteleportiert, der Wicht. Ah, ich hab ihn. Ja, das geht schon hier rucki zucki. Ja, du kriegst keine Info darüber. Das ist schon echt fies. Sehr schön. Einheit bereit. Ich habe eine schön große Panzerarmee. Na klar, Consuela, hau raus, ich greif an. Ich mach Rückzug. Ich mach Rückzug. Das war ein bisschen viel, was da stand. Terrordrohnen wollen jetzt frech werden. Stell ich meine Armee mal ein bisschen versetzt. Vielleicht kannst du deine Rocketeers noch ein bisschen nach unten ziehen, damit die ganze Breite ausgefüllt ist. Ein bisschen verteilen. Ja, super. Kommen die nicht an unsere Armee ran. Klasse. Pierre und Jens, ja, vielen, vielen herzlichen Dank für eure Follows. Grüße euch. Eiserner Vorhang. Oh, die kommen mit Eisernen. Jetzt nach links. Die kommen. Alles zurück, alles zurück. Und fahr weg mit deinen Prismas. Fahr, 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 fahr. Achso, ja. Moment. Sehr gut. Jetzt ist wieder vorbei. Ziel auswählen. Du gehst wieder sammeln, mein Freund. Ich liebe den Geruch von Schießpulver. Ich greife den von oben rechts an. Einheit bereit. Leider nicht möglich. Es wird bereits. Let's go. Piero, jawohl. Das ist pure Nostalgie. Aber wir spielen nicht nur Alarmstufe Rot 2, wir spielen sehr, sehr viel auch Command & Conquer Generals Zero Hour im Multiplayer. Auch die Generalsherausforderungen, die Kampagnen, alles komplett auf schwer. Und hier auf meinem Kanal, General Ricky, gibt's dauerhaft volles Pfund Echtzeitstrategie. Jetzt nehme ich bei Alex den Bauhof raus. Ja, gerne. Chronosphäre mit einem Schlag. Sehr gerne. Sehr schön. Ja, Meister Juri. Die Jagd hat begonnen. Da steht eine leckere Armee für meinen Genmutator. Bringen Sie mich zur Front. Geben Sie die Richtung vor. Ich habe ein. Sehr gut gemacht. Klasse. Keine Luftabwehr. Vorsicht, da kommt Prisma-Panzer. Wo sind die Prismas? Im Moment im Schatten. Na komm, wir holen die. Die kommen auf deine Magnetrons. Joki, grüß dich. Hi. Und die drei Abos gehören mir. Ohne Angriff. Cruisen wir ja durch. Ah, ist keine Luftabwehr. Kannst du rein, kannst du rein. Achtung, sehr schön. Jawohl, rasier die ganze Armee weg. Hammermäßig, die wollen nur ihre Apokalypse-Panzer angreifen. Großer Fehler. Großer Fehler. Und Genmutator, Bams. Opa, wir spielen! Angriff, los geht's. Die Apos haben sie raus, aber das war das Letzte, was wir rauskriegen. Ich geh all in. Angriff. Ey, du dummer Chronosammler, würdest du mal auf den Weg gehen? Danke, ich brauch keine Panzer. Und er verkauft. Ich rasiere noch gegen den Strich. Sony, meine Liebe, grüß dich. Hi. Notfallplan, herzlich willkommen. Jetzt kosten Einheiten im Bauhof nur noch 2250. Wow, das ist krass, Consuela. Das ist wirklich ein sehr, sehr geiler Lifehack. Das in Real Life funktionieren würde. Eieiei. G! G!
Zieh die mal hoch. Chichi! Sofort der Revanche, bitte. Boah! Ja, also ich. Bei mir hat sich komischerweise die falsche Fraktion. Wieso wechselt denn die Fraktion immer? Ich verstehe nicht. Hammermäßig. GG in den Chat, meine Lieben. Ey, das war ein gutes Tauziehen, muss ich sagen. War sehr, sehr aufregend. Ich könnte euch gleich sofort fertig machen können. Aber ich wollte nicht aggressiv spielen. Ja, na klar, und sofort fertig machen. Sagen sie mal alle, ne? Wenn die verlieren, sagen sie immer, ich hätte. Oh, ja. Soll jemand einstellen? Ja, Sir. Okay, Salut, Rekrut. Und damit herzlich willkommen bei einem weiteren epischen Showdown hier bei eurem General Ricky. Heute zocken wir Alarmstufe Rot 2 Command & Conquer zusammen mit dem Mistress, grüß dich. Hallöchen. Gegen den Komono und den Mac Puppe. Ein episches 2-vs-2. Alle vier haben die Amis, beziehungsweise die Alliierten. Ich spiele mit Frankreich. Chris, du spielst mit Korea. Und unsere Gegner spielen Amerika und Frankreich. Und Frankreich, genau. So, brauchen ein paar Doglies. Haben wir wenig zu sammeln, kann das sein? Hier oben ist wohl gar nichts mehr zu sammeln. Doch, hä? Doch, ganz oben ist noch was in dem Übergang. Oh, es ist weit weg. Training erledigt, Sir. Ja, ist nicht optimal. Komme sofort. Könnte besser sein. Aber könnte wirklich besser sein. Einheit bereit. Klar doch. Ein bisschen Action gefällig. Schneller. Reparaturen. Erstmal das Wertvolle bei mir. Für einen kleinen. Neue Waffen. Direkt erstmal Waffenfabrik. Hier 3 Erzfelder, okay, das heißt. So, welches Command & Conquer ist das? Command & Conquer Alarmstufe Rot 2. Fallschirmtruppen haben wir schon mal. Ich brauche mal 2-3 Rocketeers zur Not. Einheit bereit. Giselle, einen wunderschönen, grüß dich, hi. Produktion abgeschlossen. Einheit bereit. Wir bauen unser Lager erstmal so ein bisschen breit gefächert. Ist immer ganz gut. So, die Rocketeers finde ich aber sehr, sehr angenehm zum Aufdecken, zum Scouten. Erstmal 2 Sammler raus. Ah, die haben eine schöne Sicht. Hey, warum? Nein, warum hab ich denn eine zweite Luftverschlüsse gebaut? Das wollte ich doch. Na gut. Und wir spielen hier gerade mit 10 Minuten Cooldown. Ich kann überall hin. Hälfte der Map habe ich schon aufgedeckt. Jetzt noch 7. Ich guck mal, wie sie hier sammeln, die Gegner. So, bis hier unten habe ich schon mal aufgedeckt. Da haben sie. Das Flugfeld ist schon eingenommen. Okay. Ich deck mal direkt. Ah, schade. Ausweichen, aufsplitten. Okay, flieg. Grün habe ich schon mal schön aufgedeckt. Und blau habe ich auch richtig schön aufgedeckt. Okay, super. Spitze. Verstärkung bereit. Ziel wählen. Ah, die Mucke ist einfach so gut. Kriege ich gleich ein bisschen was Wertvolles ab, sag mal, wollen wir uns das teilen? Kannst du einen Sammler runterschicken? Hammer. Dann gehe ich auf das andere Feld gleich. Machen wir so. Bro, wie kann ich das spielen? Bekomme bitte eine Antwort. Ey, komm mal rein in Discord, mein Lieber. Da hast du direkt eine Beschreibung. Fahrzeug bereit. Geht rucki zucki. Fahrzeug bereit. Schon unterwegs, Sir. Ich jetzt hier runter, dann kannst du hier schon mal sammeln. Oder google mal Command & Conquer Alarmstufe Rot 2 online. Dann solltest du auch direkt alles finden. Na, ansonsten, wenn du Fragen hast, einfach Discord kommen. Da werden sie geholfen. Patrick, grüß dich, moinsen. Ja, und die Ultimate Collection, da ist alles drin. Also die 20 Euro auf Steam, würde ich schon wirklich sagen, ist ein Pflichtkauf für jeden einzelnen Command & Conquer-Fan da draußen. Weil da hast du nämlich wirklich alles mit drin. Außer die Remastered Collection, das ist separat. Na, also auf Steam gehen, Command & Conquer Ultimate Collection. Sind so 20 Euro.
und definitiv gut investiertes Geld. Erledigt, Sir. Absolut. Robin Ho, vielen, vielen Dank für deinen Resub im zweiten Monat. Dankeschön für deine weitere Unterstützung. Liebe geht raus. Vielen, vielen Dank. 5 Minuten. Sehr, sehr gerne. Hä, was? Oh, da war schon jemand mit Rocketieren zu Besuch. So, und Streams laufen richtig, richtig weich bei euch, ne? Butterweich. Jetzt hat's gerade geruckelt, es war gerade ein Leck. Aber wenn ich jetzt so scrolle, ist alles butterweich, ne? Keine Ruckler im Stream. Alles fantastisch, richtig? Egal wie schnell ich mich hier bewege. Sieht alles gut aus bei euch, ja? Eins in den Chat. Oder? Hier oben müssten wir eigentlich expandieren. Wir haben schon Satelliten, sich. Alles flüssig, alles gut. Haben wir mäßig. Danke für euer Feedback. Das ist sehr, sehr gut. Dann kann ich die Einstellungen nämlich so lassen. Brauche ich mir nicht mehr den Kopf zu zerbrechen darüber. Das ist gut. Jetzt brauchen wir wirklich ein paar Grizzly-Panzer, ein paar IBFs. Ja, der Cooldown ist gleich vorbei. Und ich versuche mal das erste Baufahrzeug rauszuholen. Und dann werde ich hier ein bisschen aufdecken und expandieren. Let's go. Und mit Grand Cannons setze ich erstmal unseren Stützpunkt so ein bisschen in Schutz rein. Du könntest dich gerne um Luftabwehr kümmern. Ich setze die Grand Cannons, okay? Okay, gut. Dann gehe ich auf Patriots. Sir, ja, Sir. Bereit. Bin unterwegs, marschieren. Oder? Bin unterwegs. Bereit. Ich liebe das, die GIs im Wald aufzustellen. Das ist so genial. Mega. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Doch, aus neuer Erzreiniger, mein Lieber. Ich brauche den auch noch. Ich bin im. Ist im Bau. Ist im Bau. Glaub mal. Produktion abgeschlossen. So. Schon unterwegs, Sir. Hier halt auch schon ein bisschen auf. Schon unterwegs, Sir. Bisschen vorwärts. Was Mobileres hab. Vorwärts. Ich würde vorwärts. Hier eigentlich den Bau aufstellen. Ist natürlich ein bisschen whiskery. Ein bisschen, ich kann heute nicht. Ihr wisst Bescheid, ne? Gut. So. Wo hättest du die Luftabwehrkanone denn gerne? Oh, so, dass der Stützpunkt ein bisschen geschützt ist, ne? 3 Stück oder so. Denke ich, wäre ganz gut. Ich stelle jetzt hier den Bauhof auf. Los geht's. Sehr schön. Jetzt hier kommt eine Raffe hin. Erstmal die erste so zentral. Ausmarschieren. Ich werde jetzt immer abwechselnd eine oben, eine unten bauen. Gerne. Hervorragend. Dass wir einen guten, dass wir halbwegs eine Luftabwehrwahl haben. Verstärkung bereit. Ein paar Rocketeers habe ich ja auch schon. Also los, wenn die irgendwie aus der Luft kommen, dann. Bin unterwegs. Berichtet. Los, ist das dieselbe Hintergrundmusik wie von Cataclysm? Ziel wählen. Cataclysm sagt mir gar nichts. Oh, es ist fies. Upsi. Schießt denn du hin? Die Grand Cannon ist böse. Die ist böse. Oben sammeln. Go, 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 go. Hier oben absammeln. So. Okay. Decken wir erstmal ein bisschen auf. Ah ja, alles klar. Prisma Panzer. Das war dezenter Rückzug. Cool bleiben. Dann müssen wir gleich auf unser Labor gehen, Forschungszentrum. Und dann auf Erzreiniger, denn durch den Erzreiniger liefern die Chronosammler viel, viel mehr Pudding. Ja. So sammeln die nämlich nur 400 pro Ladung, das ist eigentlich ein Witz. Ihr merkt, es kommt gar nichts rein. Sammelt. Go, 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 go. Verstärkung bereit. Was willst du mit Pudding? Na, löffeln natürlich. Vanille und Schokopudding. Eimerweise. Fahrzeug bereit. Na, hier sammeln sie schon.
Bereit! Oha! Bereit! Produktion abgeschlossen. Und nee, hier will ich sammeln. Wohin, Commander? Los geht's. Hier oben ist wertvoller. Achtung! Ein bisschen Chronosphäre. Chronosphäre ist natürlich richtig übel. Ziel wählen. Okay. Wenig Platz. Das ist schon blöd, da muss man irgendwie hochkommen. Mit einer Kaserne könnten wir es vielleicht schaffen. Oder ich bewege den Bauhof nochmal. Das könnte man natürlich auch machen. Ne, passt, sehr gut. Aufstellen nicht möglich. So, wie sieht's denn aus? Ist der Cooldown vorbei? Cooldown ist offiziell vorbei, ja. Sehr gut, sehr gut. Block. Wenn ich gerade mit 10, 20 Prisma-Panzern hier ankommt. Oh, Coral. Puppe hat extrem viele Sammler. Ja, werden wir gleich mal ein bisschen dezimieren. Macht er jetzt mal ein bisschen Alarm hier unten. Guck mal so hier, zack. Dann kommen seine Rocketeers, schade. Nee, die hauen wieder ab. Er traut sich nicht ganz rein, glaube ich. Ich glaube, der denkt, du hast da noch irgendwas Böses in der Hinterhand. Aber was Böses hat er. Verstärkung bereit. Produktion abgeschlossen. Na, er zieht direkt ein paar Sammler ab. Rück hier weiter vor, jetzt kommt er. Okay, viele Rocketeers hat er. Sehr, sehr viele Rocketeers. Das heißt, wir brauchen schön Luftabwehr. Ah ja, alles klar. Gut. Zwei Grand Cannons stehen sich gegenüber. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Benny, herzlich willkommen im Stream. Grüß dich. Jawohl, das funktioniert auch online, natürlich. Klar, wir spielen gerade online, ein 2 vs 2 machen wir im Moment. Jetzt wird die letzte Grand Can, die er gebaut hat. Und? Kein Bauch mehr, Grums. Hammermäßig. Klasse. Sehr, sehr stark. So? Ja. Yes. Hast du nicht Bescheid gesagt? Nee. Habe ich nicht Bescheid gesagt. Meine Grand Cannons, ich bin noch nicht so weit mit Luftabwehr gewesen. Komm, nimm sie raus. Komm, hol sie runter. Die Grand Cannon Einheit rausgenommen. Verloren. Na, pass auf. Ich gehe auch auf eine Chronosphäre. Ich glaube, wir sind. Wo sind hier Bösewichte? Müssen wirklich ein bisschen aufpassen. Ah, I see, hat er gut gemacht. Dann nimmt er direkt alles raus. Und rein da, supporten. Nimm die Prisma-Panzer alle raus, hab sie. Sehr schön, fantastisch gespielt. Gut gemacht. Solide. Klasse. Achtung, Chronosphäre, bei mir im Lager, rechts. Mein Bauhof ist weg, hab keinen mehr. Prisma-Panzer, 3 Stück. Gut gemacht. Sehr schön, ich baue ein neues MBF. Und rüber hier. Vorsicht, deine Rocketeers in der Mitte, ich supporte. Sehr schön abgewehrt. Kannst du bei deiner Abwehrstellung in der Mitte noch was hinbauen, eine Kaserne oder sowas? Nein, leider nicht. Dafür bräuchte ich ein anderes Gebäude. Okay.
glaube, ich habe noch keine Satelliten gebaut, mache ich jetzt. Heide Witzka, vielen, vielen herzlichen Dank für den Resub, King Manu im 56. Monat. Vielen, vielen Dank für 4,5 Jahre Liebe und Treue. Dankeschön. So, Gewittersturm ist auch weg. Sehr stark. Achtung, nächster Angriff kommt. Prisma-Panzer. Unten links, unten links. Sie kommen berghoch. Könntest du die jetzt holen? Jetzt fahren sie wieder weg. Ah, okay. Ich hab's nicht genau gesehen, wo sie waren. Erledigt, Sir. Erledigt, Sir. Stell die mal auf. Bin unterwegs. Man schritt vor, stell sie noch aggressiv. Ich baue jetzt weitere Aufstellen Rockets. Nicht also. Einheit verloren. Jetzt versuche ich ihn hier oben so ein bisschen unter Druck Produktion zu setzen. Deine Sammler stehen hier rum und tun nichts. Die könnten vielleicht mal arbeiten. Wo sind denn die? Bei mir, bei meiner Raffinerie in der Ecke. Oh. Los geht's. Ah, er hat meine. Na komm, sammelt mal. Produktion gut aufgepasst, sehr schön. Einheit verloren. Gerne. Schon unterwegs, Sir. Ja. So, hab ich noch alle? Wollen wir von Grün noch den Baufrau snacken? Was sagst du? Denkst du, das ist relevant? Denkst du, das schaffen wir? Das schaffe ich auf jeden Fall. Das schaffen. Wenn du mir ein, zwei Minuten gibst, dass ich noch ein Flugfeld bauen kann und noch ein, zwei Black Eagles zur Sicherheit, dann schaffen wir das auf jeden Fall. Du musst dann nur einmal wissen, wo der ist. Mhm. Ich habe jetzt erstmal massive Geldprobleme. Der tut mein Flugfeld wegbatzen. Weg ist es. Oh ja, ich sehe es. Ich habe leider kein Dings. Ich hätte gerne na, das ist blöd. Krieg ich jetzt nicht so einfach da raus. Überrollen, go, go, go. Say, okay, sind platt gewalzt. Ich höre Tesla, ich höre Prisma-Dinger. Bei dir im Lager, direkt mitten im Stützpunkt. Unser Verbündeter steht unter Beschuss. Direkt mitten im Stützpunkt. So Chris, jetzt runter. Nimm deine komplette Armee, alles runter nach rechts und straight rüber nach links. Alles, was du hast, jetzt. Produktion läuft. Hey, wohin? Aufstellen nicht möglich. Mit zu meiner Armee, wir greifen jetzt beide gebündelt an. All in. Alles anklicken, was du hast und nach... Hier in der Mitte sammeln, unten am Rand. Und dann all in. Angriff von oben rechts. Angriff von oben rechts, alles zurück in unseren Stützpunkt. Schnell, 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 schnell. Schnell runter, runter, runter. Einfach keine Kohle hier in der Runde. Die müssen wir rausnehmen. Und auf die Bäume, auf die Bäume. Sehr gut, sehr gut. Schön, alle rausnehmen. Das Fähre hat uns weit zurückgeworfen. Gut gemacht. Und jetzt alles anklicken. Alles anklicken. Und jetzt alles nehmen und rüber. Wo wollen wir rein? Was ist Quers Komono? Oben blau oder Alex unten grün? Unten ist Alex ist grün und oben Komono ist blau. Wir gehen all in nach oben. All in nach oben. Hier hin, ich mache einen Marker. Leuchtfeuer platziert. Da sammeln. Okay. Gestoppt. Ah, die sind schon wieder bei uns. Nicht dein Ernst, oder? Ja, irgendwas hat schon wieder gerade geschrien. Ah, da ist ein Chrono-Legionär bei mir. Der will meine Werkstatt rausbeamen, aber der weiß nicht, dass ich schon wieder ein MBF habe. Okay, und jetzt rüber, jetzt all in rüber. Schon unterwegs, Sir. All in rüber zu Komono. Jetzt geht's ab. Ich hab keine Sicht, ich seh nichts. Folge mir einfach. Nimm bitte deine Armee und oben nach links ziehen. Wo ist der? Bin sofort bei dir. So. Er beamt gerade meine Waffenfabrik raus. Ich hab ihn. Okay, und jetzt all in rüber. Nein, jetzt nicht mehr hier. Jetzt haben sie schon alles rübergezogen. Folg bitte meiner Armee, Chris. Und zwar jetzt. Meine Armee einfach folgen.
Jetzt bewegen sie alles. Position wird gesichert. Schnell und leicht. Wir sind voll im Nachteil. Hervorragend. Vorsicht, die wollen ein MBF mit Falkenspringer. Ja, Sir. Ich schick meine Tanja hin. Boah, was für eine Runde. Ich hab keine Kohle mehr. Baller. Sehr schön. Ah, das sieht schlecht aus. Ich hab keine Kohle mehr. Ich hab nichts mehr. Okay. Ich hab nichts mehr. Die kommen in der Riesenarmee. Ich zieh mich zu deiner Basis. Wir müssen uns zu deiner Basis zurückziehen. Wir haben ja, machen wir. Unser Verbündeter steht unter Beschuss. Ja, ein bisschen. Erledigt. Erledigt, oder? Chronosphäre, Achtung! Chronosphäre! Komm, mach was! Ja, ich versuch ja! Kämpfe wie ein Mann! Neue Bauaktionen. Ah! Die Chronosphäre ist richtig, richtig böse. Komm, wir retten deinen Bauhof. Vorsicht von vorne, dreh um, Rückwärtsgang! Ja, ich versuch ja! Jetzt kommt seine Prisma-Panzer. Nee, alle Prisma-Panzer kriege ich nicht. Keine Kohle mehr. Von oben kommt auch der nächste Angriff. Nee. Einheit verloren. Kritisches Energieniveau. Unser Verbündeter steht unter Beschuss. Los, Rennruder. Reiche hier. Ich bin besiegt. Ich bin besiegt. Ich glaube, mein größter Fehler war, dass ich nicht auf den Erzreiniger gegangen bin. Steht unter Beschuss. Wobei Alex auch noch keinen hat. Und dann hier vorne die Basis. Haben wir zu wenig Luftabwehr bekommen. Er kam mit Luft und hat noch keine Luftabwehr bei den Grand Cannons. Ah. Aufregende Runde. Wahnsinn. Pigman. Evgeny, King Manu, Tatsikoli, Final Hope, danke für eure Follows, herzlich willkommen. Chichi! Nachdem ich den Mittersturm raus hatte, hätte ich sofort die Kontrolle rausnehmen müssen. Chichi, ziehst du die beiden hoch? Moment, muss ich eben rausspringen. Mach ich. Puff! Eieiei, meine Lieben. Oh, wow, oh, wow. Oh. Die Chronosphäre war heftig. Eigentlich steht's jetzt 1-1. Ja, von mir aus. Eigentlich müssen wir noch ein großes Finale machen, oder? Ja, eine Runde kann ich noch, weil da muss ich durch Nachtschicht. Okay, los geht's. Salut Rekrut und damit herzlich willkommen zu dem epischsten Finale aller Zeiten, denn wir spielen jetzt ein 2 vs. 2 ohne Cooldown. Man kann direkt loslegen mit 100.000 Orken. An meiner Seite ist wieder der Chris, der Mistress, grüß dich. Und wir spielen gegen MC Puppe und gegen Komono. Es steht jetzt 1-1. Es steht jetzt 1-1 bei diesem Best of 3. Let's go. Jetzt werde ich hier ein bisschen meinen Skill auspacken. Ab geht's. Kommt er direkt, hat Bock. Geht direkt in den Bunker da rein, ist in Ordnung. Kommt direkt in den Bunker rein, das ist schlecht. So, er setzt mich hier schon sehr, sehr gut unter Druck, muss ich sagen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Einheit bereit. Macht ihr direkt die beiden Bunker voll? Prima Idee. Neuer Sammelpunkt eingerichtet. Einheit bereit. Er hat uns vieles gelehrt. Oh, ist okay. Es gibt noch viel zu lernen. Juri ist mein Meister. Einheit bereit. Juri ist mein Meister. Lang lebe der mächtige und Waffenfabrik. Wird gebaut. Neue Bauoptionen. Einheit bereit. Wird gebaut. Sehr schön. Wir müssen alle Butzen besetzen, ja. Gucken, ob da unten die Bunker noch frei sind. Einheit bereit. Einheit bereit. Wir werden sie durch Schleifer da rein. Bringen Sie mich zur Front.
Und direkt Angriff. Aber siehst du doch, oder? Siehst du nicht, okay. Vorsicht, er will die Butzen da unten direkt einnehmen. Er kommt. Kommt er mit Terrordrohnen? Ah, die kannst du aber nicht erobern, mein Lieber. Und schön Panzer bauen, alles bauen. Go, go, go. Jetzt müssen wir mal schauen, ob hier unten die Bunker frei sind. Und hier ist so ein normaler Übergang, ne? Ja. Gehen wir direkt rüber. Ich mache jetzt gleich ein bisschen Playtime mit Buba. Erleuchte mich, Meister. Neuer Sammelpunkt eingerichtet. Nur ein unwürdiger Schüler. Einheit verloren. Wo ist die Schlacht? Gebt ihr den Schuh verloren. Die Jagd hat begonnen. Na, die Grand Cannons hat meine Bubas rausgenommen. Na, komm mit Rocketeers direkt rüber. Achtung, du brauchst Luftabwehr. Einheit bereit. Ja, super. Luftabwehr ist genau das, was ich nicht habe. Es gibt neue Bauoptionen. Einheit verloren. Setzen uns hier hervorragend unter Druck. Einheit bereit. Dann mich lassen sie bislang noch in Ruhe. Ja, das ist gut. Ah doch, nee, da kommen sie. Ich hätte nichts sagen sollen. Wird gebaut. Einsatz hier nicht möglich. Schön abwehren. Du unterstützt dich mit Gatling-Panzern. Sehr gut, danke. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Alles auf die Waffenanzeige. Komm rein da. Du, ich hab, wenn du gleich... Nein! Schande! Frau Hof raus, das ist schlecht. Ich nehme jetzt hier sein Dingens raus. Versuch noch ein bisschen was aufzubauen und ein paar Kisten zu sammeln. Bunker habe ich raus. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Hier ist erstmal voll auf Abruf. Einheit bereit. Bau abgeschlossen. Einheit bereit. Lang lebe der Mensch. Ich brauche keine Streit. Ziel auswählen. Weißt du, ob du in den Ali ihn eingestellt hast? Wie bitte? Es gibt eine Option, in den Ali. Okay. Weißt du, ob du das eingestellt hast? Weiß ich nicht. Was macht denn das? Das erlaubt dir Allianzen während des Spiels zu brechen und wieder aufzubauen. Ich versuch's mal. Okay Chris, wir müssen jetzt all in, wir müssen runter zu blau und den jetzt auseinandernehmen mit allem, was du hast. Let's go. Unsere Kraft ist unwiderstehlich. Einheit bereit. Ich bin nur ein unwürdiger Schüler. Einheit bereit. Reparatur so gut wie erledigt. Aber nicht unbedingt mit dem Schatten. Das wird nicht lange dauern, wenn ihr Handwerker. Ich arbeite daran. Sollen wir die oben leck, Chris, im Schatten, zeig mal. Weil die Kohle wird uns nämlich früher oder später. Wird uns die Kohle ausgehen. Vorsicht, die Flieger kommen wieder, die wollen dich. Die wollen dir die nächste Bude raussnacken. Ja, die wollen wahrscheinlich so viel. Einheit bereit. Und er kommt. Will mein Bauhof rausnehmen. Warte, aber den kann ich beschützen. Und. Move it, Baby. Daneben. Gut gemacht, klasse. Fantastisch. Schön gespielt. Fantastico. Achtung, Genmutator entdeckt. Genmutator entdeckt. Wird gebaut. Einheit bereit. In Ordnung. Wird gebaut. Einheit bereit. Gebt vollen Schub. Ja, Meister Juri. Gebt vollen Schub. Einheit bereit.
Mein wahrer Juri ist am Schlüssel. Scheibe unterwegs. Eine Kleinigkeit. Einheit bereit. Die All in der Mitte. Ich greife jetzt an. Anziehungskraft. Ich hab alles aufgedeckt. Super. Ich muss jetzt Damage machen. Ich versuche eine Kiste zu finden, aber jetzt, wenn ich eine brauche, ist natürlich keine da. Aber ich baue jetzt ein paar Kapus auf. Okay, die gehen auf Gleit. Einheit bereit. Einheit bereit. Nehmen seine kompletten Sammler raus. Gut. Alle Sammler raus. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. Ich, achso, das sind deine Gleitscheiben, alles klar. Jetzt nehme ich Blau komplett raus und zwar jetzt. Einheit verloren. Achtung, Psychodominator entdeckt. Ja, jetzt sind wir jetzt recht hier. Einheit bereit. So, Blau hat auch keinen Bauhof mehr. Wetterkontrollstation entdeckt. Einheit verloren. Jetzt kommt Grün, will hier supporten. Aber er kommt zu wenig, zu spät. Einheit bereit. Einheit verloren. Wir werden sie durch. So. Also, Komono ist richtig down. Ja, aber der Genmutator macht mir ein bisschen Problem. Macht mir ein bisschen Sorgen. Splitte deine Einheiten auf. Einheit bereit. Wir werden sie durchlöchern. Gebt vollen Schuhen in der Reihe. Bringen Sie mich zur Feuer. Ja genau, wenn die da stehen und markiert werden, das ist nicht so schlimm. Ja, Meister Juri. Ich könnte auch auf deine Boomers gehen. Eine Kaserne hat er nur noch. Jetzt kommt er mit Scheiben bei mir. 20 Scheiben. Warte. Wird gebaut. Die muss ich jetzt runterholen. Aber ich habe 1000 Gatling-Panzer. Los geht's. Irgendwo hat sich eine Sprengmutter gemeldet. Ja, mein MBF hat er rausgenommen, ist aber nicht schlimm. Alle seine Scheiben habe ich. Jetzt müssen wir all in gehen. So, Chris, all in der Mitte. Komm. Wir müssen jetzt all in gehen. Alles, was du hast, mitnehmen. Let's go. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. So, jetzt erstmal hier von Komono die Kaserne rausnehmen. Gebt vollen Schub, das gibt viel Alteisen. Und am besten das Flugfeld. Kaserne ist weg. Flugfeld rausnehmen. Flugfeld haben wir. Bringen Sie mich zur Front. Genau, halt da dicht. Vorsicht, fahr da nicht hin. Die Bude ist voll. All deine Mammuts werden zerplatzen. Ja, ich sehe sie. Ich sehe die Bude nicht mal. Das ist das Problem. Vorsicht. Mach die gleich leer. Keine Sorge. Ich nehme jetzt erstmal Komono komplett raus. Mit dem mir nichts mehr einfällt. Genmutator, wo ist der? Bei mir nicht. Alles easy. Die haben deine Boomers übernommen, aber die abgewehrt. Kanone kümmert sich groß. Gut gemacht, sehr schön. Und die nehmen wir ja raus. So, Boris, ich hab Arbeit für dich. Sehr gut, Komodo haben wir. Ah, sieht sehr gut aus, fantastisch. Hat sich da oben wieder aufgebaut bei Alex. Ja, soll er machen. Vielleicht ist unser Psychodominator fertig. Jetzt baut erstmal mein MBF. Unterwegs. Meine Sklaven sind bereit. Was für eine
Wilde Runde, Burgi, sei gegrüßt, stay strong, Hallöchen. Dankeschön für die Streamteilung, danke für alle Likes, danke für alle Follows. MacBurger Kong geht gleich in Flammen auf. Oh, super. Ja, schön, Hauptsache die Bude ist weg. Und nochmal rauf, und nochmal rauf. Und abgedreht. Ja, ich hab sie abdrehen lassen. Ich dachte, er hätte sie verlassen. Einfach weg mit der Butze. Okay, da hat er mich verarscht. Geben Sie die Richtung vor. Jetzt nehme ich hier die Ölis weg. Gucken, ob sie reagieren. Psychodominator bereit. Achtung, jetzt nehme ich seine Armee raus. Jetzt! Bronz! Werdet eins mit Ricky. Hälfte seiner Armee weg. Sehr schön. Jawohl, klasse. Hat er mich hier oben auf den Moment abgepasst? Nicht schlimm, ich gehe jetzt all in. Ich gehe jetzt all in, ich greife an. Hier wird der Sturm aktiviert. In unsere Armee rein, aber ich bin ausgewichen. Jetzt geht's ab hier. Nein! Der Schaden ist überschaubar. Vorsicht, er hat 100 Bubas gemacht. Ja. Jetzt muss man aufpassen. Ich hab da was dagegen. Ich lag die Liste. Oh, ein Apokalypse-Panzer. Ich hab 0 Kohle, ne? Also ich hab gar nichts mehr. Alles gut. Ziehen wir uns ein bisschen zurück. Ich würde den eigentlich jetzt platt machen. Zurückziehen finde ich eigentlich nicht so gut. Jetzt kommt seine ganze Armee oben über die Brücke bei mir. Jetzt! Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Er ist da. Ich brauche Support oder du nimmst ihn auseinander. Warte. Support kommt gleich. Ich krieg alles hoch, was ich noch da hab. Jetzt brauche ich Support, Diggi. Jetzt brauche ich Support. Jetzt. Ja. Einheit verloren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit befördert. Jetzt will er mir alles rausnehmen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit befördert. Meine Mordspin. Komm. Komm. Psychodominator ist noch drin. Sehr gut. So, jetzt Angriff. Wo sind deine Mammuts? Wo ist alles, was du hast? Let's go, Baby. Die chillen da. Die machen Mittagspause. Warte, ich bin auch gleich da. Nicht alleine rein. Moment. Jetzt hat er nichts mehr. Der weiß, dass ich da bin. Der versucht eine Verteidigung aufzubauen. Er hat keine Einheiten mehr. Achtung. Warte. Noch nicht rein. Wo ist Boris? Und Angriff. Jetzt all in. Jetzt. Go. Auf die Türme rauf. Die Türme rausnehmen. Türme rausnehmen und rein da jetzt. Und Kraftwerke raus. Und fahr durch auf den Bauhof. Einfach durchfahren auf den Bauhof. Go. Sehr schön. Und die Waffenfabriken raus. Jetzt die Waffenfabriken. Und die zweite Waffenfabrik. Schnell, die zweite Waffenfabrik. Ja, und den Psychoturm. Jetzt kommt er mit dem Mammut, pass auf. Er kommt jetzt mit denen. Okay. Jetzt muss man aufpassen. Das dreimal beförderte Mammut. Alles zusammenziehen, was du hast. Alles ist da. Vorsicht, bleib im Reichweite meiner Abwehrstellungen. Sehr gut. Und auf den Mammut. Jetzt rausnehmen, den dreimal Beförderten. Sehr gut gemacht. Wow.
Das ist irre. So, jetzt muss man gucken. Sein Gewittersturm ist bereit. Pass auf, was du machst. Pass auf, da kommt ja Juri. Pass auf, zwei wahre Juris. Auf der Brücke oben bei mir. Vorsicht. Und beweg deine Panzer. Lauf, fahr. Wir müssen jetzt wirklich aktiv sein hier. Bams. Gewittersturm habe ich raus, ein halbes Lager ist weggeflogen. Jetzt kommt's auf jede Einheit an. Splitte deine Mammuts auf. Okay. Versuche ich seinen Juri zurück. Ah, ich baue Sniper, kein Problem. Weil keiner hat mehr Kohle hier in der Runde. Ich habe noch einen Sammler. Mann, ist das irre. Sehr gut, fantastisch gespielt. Super. Pass auf deinen Boris auf. Vorsicht. Darfst du nicht verlieren. Keine Sorge, ich kann ihn nachbauen, ist kein Problem. Wie viel Kohle hast du noch? 70.000. 70.000? Ich hab null! Dann bau Einheiten! Hä? Ja, was glaubst du, was ich die ganze Zeit mache, du? Ich sehe ja keine Einheiten. Ja, das sind alles meine Apokalypse-Panzer, die bei dem Angriff verhackt wurden, du. Oh, geil. Okay, dann baue ich jetzt noch. Na gut. Na gut, du hast keine. Du hast nur eine Waffenfabrik und eine Kaserne, deswegen kannst du nicht so schnell bauen, ne? Ja, aber guck mal, 70.000 ist doch mega. Da haben wir den Sieg in der Tasche. Ich dachte, wir kämpfen jetzt mit den letzten Kröten hier, aber 70.000, easy game. Chris, machst du das wieder spannend hier? Ja, Meister Juri. Habt ihr auch gedacht, er ist pleite? Oh Mist, Komono baut sich wieder komplett auf. Oh Mist. Ja, Meister Juri. Kein Easy Win. Das nimmt er die Ölis da oben ein. Ich brauche meinen Genmutator, brauche ich jetzt. Kannst du dir noch einen zweiten Bauhof bauen? Ich habe keine Kohle. Vorsicht. Ja, jetzt nimmt doch meine Waffenfabrik raus. Ich bin dabei. Wir müssen seinen Genmutator energielos kriegen. Er hat noch zwei Kraftwerke. Die müssen wir rausbomben. Jetzt wird's wirklich ein richtig. Hast du irgendwas, um diese dummen Panzerjäger da loszuwerden? Dann ja. Ich baue jetzt meinen Genmutator. Bau abgeschlossen. Da ist er. Einsatz hier nicht möglich. Okay. Wird gebaut. Okay. Zu wenig Energie. So. Okay. Bau abgeschlossen. Wow. Ja, super, da ist eine Kiste im Wasser, da bringt sie mir super viel. Ruhe bleiben, wir schaffen das. Wichtig ist, dass du in 30 Sekunden all deine Tesla-Trooper aufsplittest, weil dann kommt der Genmutator. Splitte deine Tesla-Trooper bitte komplett auf. Jetzt. Jeden einzelnen stellen, dass der Genmutator nichts machen kann. Jawohl. Sehr gut. Spitze. Okay. Dann kommt der wahre Juri. Er will jetzt frech werden. Er will deinen Mammut wegnehmen, deinen lilanen. Er nimmt deinen Mammut weg in der Mitte. Links in der Mitte und weg ist er. Zack. Ich hab's nicht mal gesehen. Jetzt ist er weg. Da. Da war dein Mammut. Ach da, ja, das war ein Einzelner. Oder die Bude leer machen. Ich schick mal Boris da runter. Ja, jetzt könnte man da raus snacken, das wäre echt gut. Schon wieder keine Energie mehr. Boah, also so eine aufregende Runde habe ich ja selten gemacht hier. Wahnsinn! Der wahre Juri, der schwebt da noch rum. Er ist da. Ich suche ihn gerade, Moment. Er versteckt sich im Stützpunkt, steht er. Da oben. Leuchtfeuer gesetzt. Wird gebaut. Da oben. Okay. Er hat uns vieles gelehrt. Ich verstehe. Vorsicht, jetzt kommt er mit GIs. Er will frech werden, nicht reinrennen. Obacht. Vorsicht, denn Boris ist sehr nah an den GIs. Ich weiß, ich sehe es, dass es abbricht. Okay. Wird ausgebildet. Ich baue ein paar Sniperinos. Neuer Sammelpunkt eingerichtet. Komm schon. Er hat eine Riesenarmee da unten. Oder lass, warte mal. Mein Genmutator ist in 2 Minuten fertig. Achtung!
Riesenarmee bei dir, Tesla-Trooper, wieder umgewandelt, hast du stehen lassen. Das war wieder ein gefundenes Fressen. Bau am besten keine Infanterie mehr. Okay, gut. Keine Infanterie ist auch in Ordnung. Weil das ist immer ein Nachteil für uns. Wieder 10.000 Ocken verloren quasi. Jetzt ist mein Psychodominator fertig. Okay, pass auf. Wir nehmen jetzt ihn den Saft weg. Ich habe seinen Bauhof eingenommen. Sein Bauhof steht bei mir, steht oben. Und ich baue da jetzt auf. Oben rechts und jetzt angreifen, irgendwie was machen. Er hat es noch nicht richtig verstanden, was passiert ist. Er weiß noch nicht richtig, was hier abgeht. Jetzt hat er es gesehen. Jetzt ist mein Genmutator fertig und jetzt mache ich folgendes. Achtung, hier unten links. Ranz. Und da kommen 1000 Pubas. Ich habe alles. Die Brücke ist irrelevant, die braucht keiner. Nein, aber dann hätte ich da rüber und reingehen können. Brauchst nicht, wir gehen unten rein. Guck mal unten links, was ich für eine Riesenarmee habe. Und die geht jetzt rein hier. Die macht jetzt Action, Baby. Gebt vollen Schub. Achtung. Wetterkontrollstation entdeckt. Wetterkontrollstation. So. Alex hat keine Energie mehr. Ja, Meister Juri. Und pass auf, was ich jetzt mache. Bringen Sie mich zur Front. Ah, komm. Versuch es. Und jetzt hier hoch auf Kraftwerk. Los. Sie werden uns nicht entkommen. Vorsicht, da kommen Flugzeuge. Also drehen ab. Einheit verloren. Die können sich hier reinschleichen, aber nicht mit mir. Einheit verloren. Ich hab gut Damage gemacht, aber... Oh, du hast eine schöne Armee, wenn du die gut einsetzt. Sehr gut. Weil er hat nur 5 Prisma-Panzer bisher. Und Belagerungshubschrauber, ganz großes Kino. Jawohl, Chris, das will ich sehen. Genau so ein Gameplay brauchen wir. Okay, Komono will nicht aufgeben. Unser Genmutator ist in 4,5 Minuten fertig. Nehme ich seine Prisma-Panzer ein. Er baut sich wieder auf. Oder ich scherbel es oben neben dem Bauhof. Aber sein Bauhof bleibt natürlich drin. Flugzeuge kannst du keine mehr bauen. Wird gebaut. Doch. Genmutator bereit. Ich kann hier aufbauen. Das wäre natürlich Hammer. Okay. Achtung, jetzt. Und. Bams. Ich habe alle. Und rein hier. Vorsicht, der kommt mit dem Christmas. Ich habe alle. Jetzt rauf auf den Bauhof. Nimm den Bauhof, er zieht ihn ab. Sehr clever, zieht seinen Bauhof ab. Gut abgewehrt, fantastisch. Vorsicht, seine Prisma-Panzer machen Damage bei der Brücke. Ich ziehe jetzt den rüber hier, Achtung. Ne, Rückzug. Dein Boris geht drauf. Boris ist weg. Kein Problem, ich baue einfach neu. Ich mach jetzt hier ein bisschen. Ich versuch mal seine Dings rauszunehmen. Wieso siehst du die ganze Map, weil ich das vor uns eingesammelt habe? Ja, sehr schön, klasse. Ich sehe nicht die ganze Map, aber das meiste. Und sehr gut. Ja. Okay, das war eine Menge Schaden. Fantastisch. So, jetzt bräuchte ich deine Sniper. Wenn du die 4 von diesen komischen Panzerjägern da wegnimmst, neuer Sammelpunkt eingerichtet. Dann kann ich neuer Sammelpunkt eingerichtet. Einheit dann bereit. Kann ich all in gehen mit Ziel auswählen. Mit Apokalypse. Chris, wollen wir jetzt die Brücke frei machen? Oder ne, Moment, ich nehme jetzt seinen Bauhof raus. Jetzt! Und! Jetzt habe ich ihn raus. Bauhof weg. Vorsicht, jetzt kommt sein Gewittersturm in 30 Sekunden. Was für eine irre Runde, Leute. Wahnsinn. Genmutator ist auch bereit. Ist irgendwo noch ein Truppenverbund vom Gegner? Ja. Achtung! Gewittersturm aktiviert! Achtung! Deine Armee bestimmt? Nee? Nee, unten der unser geht Stützpunkt. Der geht auf meine Basis. Ja, der hat meine Waffenfabrik. Der hat meine Waffenfabrik gegrillt. Okay, du hast jetzt gar nichts mehr, ne?
Kannst du noch ein MBF bauen? Okay, also du hast einen Kirov, der muss es regeln. Okidoki, Baby. Wollen die Panzerjäger kommen? Panzerjäger kommen, okay. Na, warte. Lass uns die... Die müssen wir ganz clever rausnehmen. Du musst jetzt wirklich aufpassen mit deiner Armee. Wo ist meine Virus-Einheit? Vorsicht, der kommt von links unten. Aha. Ziel auswählen. Habe ich abgefangen. Genmutator aktiviert. Gut. Meine Freunde. Wo sind meine Virus-Einheiten hin? Siehst du die irgendwo? Die hat der Genmutator. Achtung, Prisma-Panzer kommen. Über der Brücke. Vielleicht kannst du ja deinen Heli aufstellen. Tesla ist raus. Sehr gut. Ich nehme jetzt erstmal die Bude unten vor, die ist nämlich voll besetzt. Bestes Spiel, Dive Master, grüß dich, hi. Moinsen. Was für ein episches Best of Three hier. Es steht 1-1. Hat Grün noch Strom, weißt du das? Nein, hat er Grün hat keinen Strom mehr, ne. Du kannst mit deinem Sammler unten die Kiste holen. Schau mal hier unten, schau mal. Guck mal. Unten bei meinen Gleitscheiben, ich kann nicht mehr anpinnen. Hier unten. Schnell. Sammler ist auf dem Weg. Komm, Bleifuß. Ah, der hat schon wieder welche, das gibt's doch mehr. Und? Kohle. Okay. Ich hab nicht genug, das ist nicht das Problem. Warte mal, da ist noch ein bisschen. Sehr schön, die nehmen wir alle raus. Komm schon, irgendwo muss doch eine MF drin sein. Kann ich denn diesen Marker hier wieder löschen? Wie geht denn das? Anklicken und auf Entfernen, glaube ich, drücken. Scheiße. Jetzt kommt er mit seinen Panzern. Jetzt hat er Bock, jetzt nimmt er meine Basis oben auseinander. Okay. Ich hab aber auch Panzer. Und ich hab recht viel. Einheit verloren. Jo, jetzt macht er richtig Rabatz. Psychodominator bereit. Jetzt will er meinen Psychodominator rausnehmen. Rette den Psychodominator. Das ist die Mission in Gefahr. Okay, gerettet. Sehr gut. Das war mega, mega close. Achtung. Und... Achtung! Bams! Gewittersturm aktiviert! Achtung! Genmutator aktiviert! Vorsicht, jetzt kommen sie voll rein mit dem Gewittersturm. Ja, zu spät gesehen. Ich hab nur noch das Kirov und den Juli. Alex gibt auf. Alex hat gesagt, nee, du reicht. Eine Mummel reicht. Spieler wurde Gigi. Okay, wir haben aufgegeben. Leute. Was war das für eine Runde? GG. War cool. Oh. Hilfe. Heide Witzka, ich bin fertig für heute. Alter, habt ihr gut gespielt und wir haben alle gut gespielt. Irre. Oh ja. Ja. Das war ein Tauziehen. Das Tau, das ist in der Mitte durchgerissen. Der Chat rauscht durch mit GGs. Hier kommt keiner mehr klar. Alter. Gut, ich mach's kurz. Ich muss jetzt los zur Arbeit. War schön. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Alex, ruhige Geschichte, mein Lieber. Ja, bis zum nächsten Mal, ne? Mach's gut, ciao. Gut, ciao. Jo, ciao. Ruhige Geschichte. Jo, danke. Na, ruhige Geschichte.